Ich weiß nicht, ob die Frage aufkommt, aber bist du zufrieden, so wie es ist, oder könnte man was ändern in absehbarer Zeit? Ja, wir brauchen mehr Waffen. Wir brauchen 1000 Waffen. Wie seht ihr das denn, Chat? Checkt ihr, warum ich zu den Leuten sage, lasst uns 1000 Waffen machen? Ich will einfach nur, dass uns, dass es der Familie gut geht, Bruder, dass wir wirklich mal Ruhe haben. Was ist los? Kevin? Ja? Der schreit Max an und Max muss jetzt zum 5. Mal neu da reingehen. Und der behandelt ihn wie ein Hund. Und der lässt es mit sich machen. Ja, Mafia. Ja, aber die so, die Young Rackers sind wohl krass. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, aber der schreit hier rum auf unserem Anwesen und die machen gerade, was sie wollen. Und keiner ist hier. Nur Max und ich. Ach so, ja, du kannst denen sagen, ich bin gleich da. Wir sind, also wir fahren wirklich schon hin. Also sag einfach, ja, der ist gleich da. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich habe hallo? Ah, super. Aufgeregt. Ja, aber die sind das nicht gewohnt. Aber guck mal, Bro, so läuft das nicht. So läuft es auch nicht im Leben. Also guck mal, Chat. Digga, ich check schon. Ich bin Rang 12, bla. Ich brauche nicht aufs Feld gehen. Aber ich sage dir, aufs Feld gehen ist cool. Denn du musst Scheiße fressen, um dann Gold zu kriegen. Die Leute, die sich in ein gemachtes Nest setzen möchten. Peinlich. Ist L. Geht nicht. Ist nicht P. Ich trete gerne in einen Scheißhaufen und forme den zu Gold. Gemeinsam mit anderen Leuten. Und das ist nun mal auf diesem Server Waffen. Auf dem Server ist das Gold die Waffen. Ganz einfaches Ding. Und die Leute, die nur da sind zum Schießen, die erst nur gar nicht erst wach werden, nur zum Ballern und bla. Ich sag dir ehrlich, Digga. Auf die Leute verzichte ich gerne. So Leute wie so ein Braxton, der wirklich von morgens bis abends da steht. Das ist schon viel zu viel, sag ich dir ehrlich. Aber ihr wisst, was ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. So Leute wie ein Braxton sind mir lieber als eine Ikone, der nur da ist, um zu ballern, der gut schießt, damit wir gewinnen, aber der nicht zur Familie beiträgt. Dann habe ich lieber 30 Leute, Bruder, die alles für die Familie geben und von mir aus, wenn mal so eine Kacke ansteht wie jetzt, halt Brain AFK Farm, dass die dann sagen, ja gut, komm, let's go. Und dann wieder schießen. Eine Ikone, die sammelt, ist absolut W, 100%. Ich hoffe, der Jonas macht das auch. Ich weiß nicht, ob der Jonas das macht. Wollt ihr das? Jonas ist nicht mehr da. Welcher Motherfucker fährt da wie so ein Steck aus. Warte, schick mal die Bankers einfach weg hier. Chillt mal. Ey, chill mal, was siehst du? Das sollst du sehen. Ja, geh mal rein, Bruder. Komm, geh mal rein, Bankers. Wir reden hier mit dem Juni. Lass sie machen. Zeit ist von meinem Geld, dass wir Ruhe haben, sonst haben wir gar keine Ruhe mit denen. Die beißen sich fest. Wie viel Geld wollen die? Ach, ich weiß, den einen habe ich 30.000 gegeben. Die wollen für die Familie noch 200.000. Dann ist die Sache durch. Okay, aber das muss der Unicorn machen. Ruhe. Aber ich rede nochmal mit denen. Was geht ab? Hallo, guten Abend. Jungs. Ihr seid zu laut da hinten, Komm, yalla. Wir haben doch alles geklärt, oder nicht? Also, ja, mir wurde nur gesagt, ich soll hinkommen, irgendwie. Und du bist? Mein Name ist Kevin Bangers. Frauen nennen mich Schwangers. Und du bist? Kevin Bangers. Ja, und was für eine Position hast du? Achso, ich leite den ganzen Bums. Du bist so eine Art Direktor, was meinst du? Genau. Ja, Bro, Max, bitte. Wir wollen mit so einem Scheiß nichts zu tun haben. Du hast gesagt, du willst zahlen, dann zahl. Ich bin nicht Max, der Max weiß da oben. Da oben ist der. Dann hol mal Max, ja. Was will ich jetzt mit einem Director, mit einem Director? Das ist der 12er von dem Bankers. Ah, okay, easy. Deine Männer haben auf meine Männer geschossen. Ich will die ganze Scheiße klären. Es war ein Ausversehen von euch. Es war wahrscheinlich nicht mit Absicht gewesen. Deswegen finden wir sicherlich eine Lösung, oder nicht? Einer von meinen Jungs. Also ich erinnere mich daran, dass ihr gekommen seid und meinte, das wäre ein Oldtimer gewesen. Ein grauer Oldtimer. Bro. Diesen grauen Oldtimer besitzt jemanden vom Unicorn. Ganz kurz, ich merke, mit dir wird es anscheinend ein längeres Gespräch. Wenn du ein längeres Gespräch möchtest, können wir reingehen und uns hinsetzen. Ja, natürlich. Komm gerne rein. Lass uns hinsetzen. Ah, okay, easy. Ja, okay. Wenn wir uns hinsetzen, wollen wir Essen und Trinken haben. Ja, ja, und das mindestens für 4 Tage im Voraus. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt, Bruder. Wir haben alle Hunger, Bruder. Wir haben alle Hunger. Heute essen wir Könige hier. Natürlich, wir sind doch reich. Ah, wir geben euch doch gerne was essen, natürlich. Ah, okay, ihr seid reich. Gut zu wissen. Essen und Trinken. Jungs, Essen und Trinken. Die sollen sich wie zu Hause fühlen. Madame, du siehst aus wie eine goldene Statue. Ich sag's dir, wie es ist von hier vorne rechts. Hier kann man sich gut hinsetzen. Calvin ist dein Name, oder? Genau, Calvin, richtig. Okay, Calvin, schau mal. Wie war dein Name? Mein Name ist Lil Mafia. Cooler Name. Wie alt bist du? Der soll nicht cool sein, der soll Angst machen. Wie alt bist du? Ich bin 17. Stark. Wie alt bist du? Ich bin so alt, ich könnte dein Vater sein. Wow, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Oh, mein Vater ist tot, Mann. Mein Vater ist tot, Mann. Red nicht so über Big Mafia, Mann. Red nicht so über Big Mafia, Mann. Ich wusste nicht, dass dein Vater tot ist. Ich bin 31, also ich dachte... Nein, er ist auch gar nicht tot. Ich dachte, es ist lustig, wenn ich das jetzt sage. Okay, einer von deinen Männern hat einen von meinen Männern umgebracht. Das stimmt so nicht. Also willst du sagen, ich bin ein Lügner? Nee, ich glaube, du hast einfach falsche Informationen zugetragen bekommen, weil ich das schon erklärt habe. Okay, aber Max hat es gerade zugegeben. Also, er hat zugegeben. Also ist Max ein Lügner. Nee, damit wir einfach Ruhe haben, richtig. Ich würde sagen, Max also, stellt sich nochmal vor, oder? Okay, dann soll Max mal erklären, warum er es zugegeben hat, wenn ihr es nicht gemacht habt. Grauer Oldtimer fährt Rang 11 vom Unicorn.
Der trägt auch die Hosen wie wir, aber in weiß. Die gleiche Hose gibt es in weiß. Ja, es kommt zu Verwechslungen, haben wir schon geklärt, die tragen jetzt andere Hosen. Denjenigen habe ich bereits gebracht, das weiß der Kollege auch. Der war aber, hat ein bisschen dumme Antworten gegeben, hat dem Kollegen nicht gepasst, hat den umgeknallt. Zu Recht. Ich fand auch, der dumme Antwort gegeben. Der Kollege meinte, wir kommen nochmal. Ich so, gar kein Problem. Dann redet er halt nochmal mit dem Typ mit dem grauen Oldtimer. Wie gesagt, der ist vom Unicorn. Nicht von uns. Apo! Das heißt, erstes Red. Erzähl deine Story. Wie gesagt, ich war im Würfelpark, hab mit jemandem gequatscht. Hast du gehört, er war im Würfelpark und hat mit jemandem gequatscht. Wenn ich diese Stimme höre von diesem 10-Jährigen, wirklich schlimm. Komm nach vorne, Bruder. Komm, du schaffst das. Bruder, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hörst du? Ich war mit deinen alten Kollegen, war ich am Reden, ja. Er war mit einem alten Kollegen, er wollte nur mit ihm reden. Auf einmal, der wird umgeknallt, ja. Ich wollte sein Leben retten, ich hab ihn gestabbit. Auf einmal ein Auto kommt angefahren und drückt mir ein Ding. Ein Ding. Ein Ding. Direkt in meinen Kopf. In seinen Kopf. Kopf. Zum Glück war mein Kopf. Bruder Kakashi von den Garshis, ja. Der war Garshis. Da. Der war da für mich. Ja, Mann, die Garshis, Bro. Oder er war da für mich. Er war da für ihn. Da. Oder er hat mich gestabbit. Er hat mein Leben gerettet. Ich hab das Gefühl, ich guck gerade hier Pumping Monkey Video, Bruder, sag ich dir ehrlich, Frankfurt. Ich hab das Gefühl, ich guck gerade Frankfurt Tinder. Officer Jackson war dabei, ja. Und auf jeden Fall, er hat gesehen, er hatte so ein pinkes Oberteil und eure Hose an, ja. Hose an. Hose habt ihr an. Würdest du sagen, zweifelsfrei die pinke Dollarhose oder die weiße Dollarhose? Die pinke. Zweifelsfrei. Die pinke Dollarhose. Ja, pink. Also, ich glaube, da kann sich nur ein Missverständnis handeln, aber ihr habt jetzt schon euer Geld schon bekommen. Glaube ich nicht. Max Meister. Das ist eure pinke Hose da, die Hose, die ihr trägt, das ist eure ist. Eure, Bruder. Eure Hose, Bruder. Und deswegen seid ihr verantwortlich für die Verletzung. Um das zu klären, sind wir hier. Wir wollen nicht schießen, wir wollen euch nicht wehtun. Das Einzige, was wir wollen, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Angefangen wurde gestern. Okay, ich hab das Essen und Trinken dabei. Wer, du hast Hunger? Alle zweimal, alle dreimal. Jungs, stellt euch eine Linie, bitte. Ja, macht die Linie. Ja, und nimmt auch von eure Schwestern und Brüdern, die heute nicht da sein können. Weil sie von Leuten wie euch. Gib mal der Dame da. Gib mal der Dame. Ey, die Armen, die sind echt hungrig. Ey, Arif, die Armen sind echt hungrig. Gib den wirklich mal ordentlich was zu essen. Ja, ich hab den 1,22 gegeben. Das kommt mir vor wie bei der Tafelrunde. Die Armen. Ich hab Was weiß ich denn da? Ist noch was zu essen? Hey, deine Schwester bräuchte auch noch was. Warum sagt mir Kelvin gerade, dass ihr uns nichts geben wollt? Ja, dann red mal mit Kevin. Sobald ich das Geld habe, kann ich euch in Ruhe lassen. Davor ist echt schwierig, Mann. Ich kann ihn nicht abknallen, leider, weil wir haben mehr Bestand. Max, ich habe gar nicht gesagt, dass ich nichts bekomme. Der hört einfach nicht zu. Gib mir einfach das Geld. Der Hunger hat. Ist besser, geht bei dem. Ja, mach einfach. Ja, Max, hast du gute Neuigkeiten für mich? Wo bist du, Mafia? Hier bin ich. Die Obdachlosen müssen auch mal erst. War schön, mit euch Geschäfte machen zu können, ja? Dankeschön. Pass auf euch auf. Geht safe schmecken. Ey, Shorty, pass auf dich auf. Du übertreibst den Bestand, es geht beim Server nur um Schützen. Ja, aber wenn wir 5000 Waffen hätten, Bruder, dann sähe das, glaube ich, anders aus. Dann könnte man die ficken. Verstehst du? Bruder, nenn mich St. Martin, Alter. Hier, bitteschön, Bruder. Bismillah sagen. Hast du auch Sex on the Beach? Bruder, hier, bitteschön. Bismillah sagen beim Essen. Nein, warte. Ich hab noch Leute im Dorf, Bro. Ich brauch noch was. Ah, hier, bitteschön. Bekommst du da noch mal was? Ey, wieso haben denn die Leute immer Flugmodus an? Bitte. Bitteschön. Aber bei Bismillah haben wir nicht vergessen, du weißt, ne? So, Bismillah, hier, bitteschön. Max, ruf bitte mal an. Ach, du bist da vorne. So, ich seh dich doch. Schön. Max, ich seh dich doch. Ich bin noch hier. Haben wir denen den Soppet Geld gegeben? Weil Tyrese meinte, der hat den auch schon Geld gegeben. Die wollen von Unicorn extra haben. Weh, warum das denn? Ja. Das ist so seine Masche. Wenn er mitkriegt, dass Leute Geld haben, dann nimmt er sich das mäßig. Und das ist rechtens. Ja, damit kommt er immer durch. Das Young and Drake ist, deswegen sagt man immer, von denen möglichst weit Abstand halten, es sei denn, du hast da Freunde, dann nur mit den Freunden was machen, aber Familiensachen, Abstand nehmen, die sind ekelhaft. Wie können wir denn so eklig werden? Indem wir uns aufgebaut haben, dann können wir genauso eklig werden. Wir müssen nur einmal diesen Punkt haben, wo wir ein vernünftiges Lager haben und die Jungs vernünftig wach sind. Wenn wir den Punkt erreicht haben, können wir genauso sein. Gut. Er weiß halt, dass wir frisch sind in der Stadt und er kann einschätzen, dass unser Lager noch nicht gut gefüllt ist. Dementsprechend müssen wir so und so klein beigeben gegen die. Ja, ich verstehe. Ich habe jetzt den allen Essen und Trinken gegeben. Die hatten Hunger gehabt. Die hatten jetzt ein schönes Essen gehabt bei uns auch.
Ja, das Ding ist, ne, die sahen ja auch alle schon aus wie obdachlose Penner. Ne, ich habe das Gefühl gehabt, wir würden was Gutes tun, wenn die was zu essen geben. Die sind ja, also, wenn die verhungern. Und das gute Essen habe ich denen da jetzt gegeben, dass sie mal wissen, was gutes Essen ist. Aber Jungs, ist kein Problem. Scheiß auf dieses Geld, das haben wir morgen wieder drin. Setzen wir nachher ran, mach ein paar Geschäfte, dann haben wir morgen das Doppelte wieder drin. Ist gar kein Problem. Das genau so sieht's aus. Die wissen nicht, wie man Geld macht. Kein Problem. Geben wir denen ein bisschen von uns ab. Wir wissen, wie es geht. Ist gar kein Problem. Wir müssen weiter arbeiten erstmal. Geld ist nicht wichtig, Waffen sind wichtiger. Aber die machen das schon schlau. Irgendwann müssen wir das also machen. Ah, das ist halt die Mafia-Politik. Da gibt's nicht den kennst Politik du nicht anders. Kinder. Aber am Anfang hat er auch mit seinen ganzen Leuten waren, die am Arbeiten. Das ist halt so. Das gehört in der Stadt einfach dazu. Am Anfang muss Scheiß fressen. Das Herr sind Grünfläche und ah, hallo. Bankers. Ja, guten Tag, hallo. Ich habe gehört, Sie wurden an den Ohren gezogen. Kann das sein? Ja. Ja, so. Ich dachte, ihr seid alle rich und so. Wallet und Ballet und P und I und C. Salito, ist irgendwas Wichtiges? Anders gehe ich wieder aufs Feld arbeiten. Ich gehe arbeiten. Ich muss auch arbeiten. Ich muss Geld verdienen. Wie, du bist Multimillionär, Bruder. Was du arbeiten, Bruder? Ich gehe aufs Feld. Ich gehe aufs Feld, weil ich Zeit habe. Ja, wenn du willst, kauf selber, schenke ich dir, oder was? Was redest du? Kalito, wie viel musst du eigentlich bezahlen, um Fraktionen schließen zu können? Fraktionen schließen zu können? Da müssen wir uns ganz kurz besprechen. Bestechungsgeld. Achso, ja, natürlich, warte. Ja, aber auch an welche Fraktion reden wir? Jan und Reckless. Achso, okay. Wie viel? Wir besprechen uns kurz. Sag mir eine realistische Summe. Ja, natürlich. Die dürfen noch nicht mal aufmachen. Okay. 10.000 Euro, ich mach. Obwohl, ist zu viel. 5.000. Und wir wollen den Bestand auch haben. Ich leg noch 1.000 drauf, wenn wir den Bestand behalten dürfen. Gut, Jungs, wie sieht's aus? Sag die Summe. So, ich hab das gerade ausgerechnet, ja. Ist eine Familie, die schon lange hier ist. Die ist jetzt schon seit 2 Jahren da. Hat aber nicht so viel Impact. Das bedeutet, die Blattautos jeden Tag 10 Leute. Holen 10 Leute rein. Viele Beleidigungen, viele... viele Narben. Wir sind bei 2600 US-Dollar. Das ist ja gar nichts. Pass auf, wie viel muss ich drauflegen, dass wir auch den Bestand dann auf uns kriegen? Alles, was die haben, wollen wir auf uns haben. Benutzt irgendwelche Rabattcodes? Ey, for real, ich dachte gerade eben 10k. 260, aber let's go. Ja. Ne, benutzt noch Rabattcodes, Kalito 10 oder so. Du bist auch der erste Kunde, der sowas will. Ja, ich würde den Rabattcode von Kalito benutzen. Okay. Und ich lege nochmal 1000 US-Dollar, also 3600 würde ich dann zahlen, wenn wir auch den Bestand von denen einfach übernehmen. 1:1. Nochmal den Stand, okay. Ja. Aber wir sind ein bisschen drüber, 4200. Aber 10% von Kalito darf ich noch benutzen, ne? 10%. Ja, also du gehst noch hin, die 10% darfst du noch benutzen. Also dann 3800. 3900. Ja, okay. Deal. Mach so, bist du schlagst ein? Ich möchte wissen, also wenn die dann geschlossen werden, ne? Mhm. Die dürfen auch nicht nochmal neu aufmachen, ne? Das ist mir wichtig. In 3 Monaten Jungs, dürfen die wieder. Okay, und der Rang. Und was ist mit dem 12er? Der darf auch erst in 3 Monaten wieder. Lass auf seinen Kopf spucken. Und der darf aber auch erst in 3 Monaten wieder aufmachen? Erst wieder in 3 Monaten. Aber so. Er darf in eine andere Familie rein. Boah, das ist echt gut. Das ist echt ein gutes Angebot. Ja, okay. Musst du gut. Also eigentlich, ich sag dir ehrlich, das ist eigentlich ein Deal. Also ist ehrlich, okay. Mach 100%. Ja, ich muss jetzt gleich Kalito fragen, ob über PayPal oder irgendeine. Oder Binance. Nee, was willst du, Kalito? Kalito, hallo? Ja. Was sind die Zahlungsmethoden von dir? Ja, USDT. Okay. US-Dollar. Okay, so gut. Ja, ich glaube da. Also, ich habe ausgerechnet alles. Das ist die Familie auflösen. Bro, ich muss mich kurz um. Mit. Also, plus nochmal dazu, dass die 3 Monate keine neue Familie aufmachen dürfen. Habe ich ausgerechnet, sind 4200 Dollar gewesen. Mit Kalito 10, 3900 Dollar. Über was soll er bezahlen? Kalito, ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich will einfach hier links USDT, Alter. Für USDT würde ich machen. Also. Aber Kalito, wir wollen auch den Bestand haben. Wir wollen den Bestand 1:1 übernehmen. Ach stimmt, der Bestand ist auch noch der, genau. Ja. Ah, das ist viel zu günstig, Jungs. Ja? Ab 20k reden wir darüber. Das ist okay, ja gut, komm. Hey, du bist Multimillionär. Also 4 hätte ich auch gesagt, ja, Deal, aber nein. Weil ich kann doch nicht für 4 Millionen eine Familie auflösen. Natürlich kannst du das. Nein. Guck mal, Kalito, das sind komplette neue Stränge, die du damit aufmachst. Dann geht's mich danach ums Geld. Dann können Leute, ne? Dann kauft der sich wieder frei und bla. Freikauf kostet 5.000, bla. Ich muss ja da, diese 4.000, die du gibst, muss ich ja durch 80 teilen. Ah, das stimmt, ja. Nee, das war rein netto, nur für dich. Nur für dich, Kalito, ja. Direkt an dich. Das geht doch nicht, Bruder. Ich hab doch einen Geschäftspartner, das ist ja das Game. Ach, scheiße. Also. Ja, stimmt. Also 5 würde ich auch noch machen. 5 kannst du mal nachfragen, einen Geschäftspartner fragen. Ja, beide 5. Zumachen. Zu. Dicht. Warum? Und 3 Monate Sperre. Die dürfen noch nicht mal 3. Ja, einfach, weil ich das möchte. Ich möchte das. Die sind gerade eben frech gekommen. Boah, ich glaube, aber dann hat Stepan auch Interesse, oder, Kalito? Ja, ich glaube, Stepan hat dann auch sehr Interesse. Ja, was ist dann, wenn Stepan dann auch bezahlt für Bankers? Boah, der ist teuer, Bruder. Mhm. Also,
Ich glaube, du kennst Stepan nicht. Nein, bitte nicht. Ich glaube, der hat mehr als du, als ich Dings. Nein, nein, ich kann mich mit dich anlegen. Deswegen lass einfach. Deswegen, aber wenn du das machst, dann mach vielleicht Stepan bei dir und dann ist vorbei. Ja, komm, dann lass mir einfach Scheiß drauf. Dann mach dir beide Unicorn auf. Komm, ich geh wieder aufs Feld. Ich muss ackern, Jungs. Bis dann. Enttäuschung. Wer ist denn MOB, Alter? Was wissen die denn jetzt? Ach, die nächsten klopfen an. Die nächsten klopfen an. Das kannst du nicht ausdenken. Cassie, ist das da vorne der schwarze Heli von dir? Ja, komm. Überfahr mich noch. Sehr schön, ihr habt unser 12er überfahren. Sehr, sehr schön, Jungs. Ja, Jungs, das passiert, ja, wir leben auf der Straße. Ja, was ist denn? Mein Dealer kommt gleich nochmal, ja. Wer will nochmal mit euch reden? Okay. Kevin. Ja. Der 12er war eben gerade hinten mit denen in der Garage. Achso, ich bin doch cool mit dem 12er, der ist doch korrekt. Ja, okay, dass du Bescheid weißt. Arif. Ja, also dürfen wir rein? Ich habe. Oder? Nee, dürfte nicht, nein, dürfte nicht. Arif, mir ist wirklich was. Wir wirklich, dürfen wir nicht. Nee, nee. Wieso dürfen wir nicht? Ja, weil es hier Privatgrundstück ist. Privatgrundstück. Arif, mir ist wirklich was aufgefallen auf dieser Insel. Und? Ich würde das psychisch nicht schaffen, wenn ich nicht hardcore reich wäre, Bro. For real. Ich hätte spätestens heute hätte ich gesagt, adios. Wer denn? Ist aber so. Ich hätte das gesagt. Nein, wer das alles hier gefragt hat. Ach, Entschuldigung. Ja, diese Kindersprache verstehe ich nicht. Weißt du, in meinen Kreisen, da redet man nicht mehr über diese. Wer hat gefragt? Der Bus. Ja, keiner hat gefragt, was du da für eine Scheiße laberst. Ach so, ich rede mit dir. Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit Arif. Schieß dich in die Fresse. Hast du dich bei Arif angesprochen? Aber hast du dich angesprochen, wie ich gesagt habe, Arif? Ich bin hier mit Respekt gekommen, also raffst du dich. Ja, ich komme auch mit Respekt. Ich habe mit Arif geredet. Da hast du dich zu raffen. Nee, aber nee. Respekt ist doch nicht, dass Arif. Du unser 12er überfährt, oder? War das mit Absicht? Haben wir uns nicht entschuldigt dafür? Ja, aber Absicht ist doch einfach hier reinzufahren. Haben wir uns nicht entschuldigt? Haben wir nicht gesagt, Entschuldigung. Eure Leute haben uns reingebeten. Was ist denn los hier? Worum geht's denn? Ja, der was ist wieder ein Ding, dass wir seinen 12er umfahren haben. Da ist der Rang 12er. Jungs, chillt mal, MOB. Chillt mal. Was ist denn passiert? Was ist los? Da bist du doch endlich. Endlich normale Leute. Meine ganze Familie sind alle normal. Was soll das denn jetzt heißen? Geht's dir nicht gut, oder was? Alle von meiner Familie sind normal. Aber ganz kurz, warum fühlt ihr euch alle angesprochen? Ich habe doch nur mit ihm geredet. Ich finde ihn normal. Und ihr seid auch normal. Aber ich finde, dass er auch normal ist. Warum sind wir eigentlich hier draußen? Warum kommen wir nicht gerade rein? Ey, komm gerne. Ey, gerne, wenn du fragst. Natürlich, komm gerne rein. Natürlich. Komm mal rein. Komm rein. Ey, wollt ihr was essen, trinken? Arif, was noch essen, trinken da? Nein, alles gut. Machen wir jetzt hier den Kaffee ab. Hamodi, was gibt's los? Sag doch, Hamodi. Arif, ich wollte eigentlich auf der Route arbeiten, aber ich komme ja gar nicht dazu, weil ja jeden Tag hier welche Leute anklopfen, kostenlos essen wollen und trinken wollen. Die lieben dich doch alle. Wir müssen Kaffee aufmachen, sag ich, wie es ist. Hamodi, sei ehrlich. MOB 12er, was ist denn hier los? Wir brauchen dich, hallo. Oh, Junge, was ist denn los? Okay, komm hier mal. Komm, wir müssen jetzt das erklären. Deine Jungs wollen hier kostenlos essen und trinken. Kevin, du bist ja auch hier. Ja, ist natürlich, Alter. Ich bin vorher schon hergekommen, Alter. Was ist das denn? Du trägst Mantel des Pumpbesitzer und wir haben drei Sitze? Ja, hey. Und ein Aladdin-Teppich? Ja, wir können auch an den. Komm, wir gehen an den Pool. Komm. Gehen wir lieber an den Pool, komm. Kam niemand auf die Gedanken, da rein zu Jackson, ne? Ab und zu, Bruder, ab und zu. Ist schon passiert, sehr geil. Was macht ein Helikopter in diesem Pool denn? Der badet ein bisschen, Bruder, ja. Oh. Zimbrot. Hallo. Wie tauchen überall Leute auf, Alter, was ist das? Cassie, ich will doch eigentlich nur mit dir zusammenarbeiten, aber es ist schon die nächste Familie da. Ich bin dann gleich. Ich habe eigentlich was anderes geplant, Kevin. Ja, ich. Cassie, wir machen das noch alles. Bis gleich. Der nächste mit dem Pool. Ah, das ist also das Helipad. Ah, das ist Helipad. Das ist ein gutes Helipad. Die waschen ja. Das waschen also wir beide kennen uns ja schon, ne? Also wir haben uns ja kennengelernt auf der Tafelrunde. Würdest du sagen, die 3600 stehen noch, dann komm, dann schließ dich auch noch, komm. Nein, das wird leider nicht funktionieren. Da ist gar kein Geld im Petto oder sonst wie. Schade. Aber guter Humor, deswegen probiere ich da auch ein bisschen meine Nummer reinzubringen, okay? Erzähl. Ich möchte 350.000 von dir! Wofür? Warum? Wieso? Wofür? Du warst die letzten 4-5 Tage irgendwie beschäftigt mit irgendeiner Masseurin oder sonst wie. Ich weiß nicht, wo du unterwegs warst. Du hast aber deine Familie allein gelassen. Wie? Und deine Familie. Ihr Konflikt habe ich geklärt. Das können auch deine Leute beweisen. Als ich von Lazareth rausgegangen bin, dann hat irgendwie angefangen zu knallen und dann ist außer Gefecht geraten, der hat gegen den geknallt, der hat gegen den geknallt. Und Biggie! Wo bist du, Biggie? Ist der nicht der? Der ist im Krankenhaus. Max, stimmt das alles, was er sagt? Ich hab den Anfang nicht gehört. Ja, du weißt doch noch bei Lazareth. Ja. Als da Schüsse gefallen sind, mein Mann ist umgefallen. Ja. Ist jetzt circa eine Woche her, aber ich habe gesagt, ich mache mit euch keinen Stress, möchte, dass ihr euch aufbaut. Ich bin nicht wie die anderen Familien und fordere dann etwas von der halben Familie. Baut euch ruhig auf und ist das. Die Sache ist passiert und heute ruft mich Panava an, sagt eine Dame von uns und beleidigt. Zutiefst beleidigt, dass sie fast angefangen hat zu weinen. Und ich mag das nicht, wenn Frauen ganz und gar nicht. Was ist da denn passiert? Jetzt kommt mal eure Seite. Dazu müsste ich erstmal tatsächlich wissen, wer das von uns war oder eine Beschreibung ungefähr haben, weil ich weiß davon noch nichts. Ich weiß, warum. Frau wurde dann beleidigt. Laura. Ah, die kann das mein Hab und Gut ist mir egal, ob sie es kann oder nicht. Was sagst du da? Sag mal gerade da. Warum mir nicht die Hand, du Kelb? Okay. Ah, sehr gut. Weiter. Wo ist denn Laura? Hier. Rechts.
Bruder, mit der will ich mich nicht anlegen, ne? Okay, und wer hat die beleidigt? Also, Laura? Ich kenne die nicht. Also, leg dich mit denen an. Sie kann Kung Fu und so einen Scheiß. Ich weiß nicht, wer von euch das war, aber irgendwie so gutes Benehmen hat man euch irgendwie nicht so richtig beigebracht. Also, ich wollte am MD mit einem von euch ganz normal reden. Dann pöbelt er mich dämlich an. Ich frage ihn noch freundlich was. Darauf hat er auch keinen Bock. Erzählt mir von wegen, ja, unwichtig, ist mir doch egal, was mit euch ist. Also, ich weiß nicht, wenn das wirklich der Ton ist, den ihr bei euch lernt. Also, ich weiß, er hat eure Hose an. Ich weiß nicht mehr, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder wie hat er sich angehört? Also, das ist wie wenn du eine Nadel im Heuhaufen suchst. Was ist das denn? Das ist gerade ganz schwierig irgendwie. Hey, Jungs, ich komme gleich, ich habe kurz was zu tun. Ja, ist, mach das. Also irgendwelche markanten Merkmale also, oder irgendwas. Ja, das, also das oder Ding Stimme ist, oder so. Ich weiß es nicht, guck mal, ich weiß es nicht, aber so, wenn ich hier mir überlege, wie wir hierher gekommen sind, scheint das halt generell so bei euch der Ton zu sein, ne? Wir kommen hierher, werden wir reingebeten? Nein, ihr müsst hier bleiben draußen. Okay, tut mir leid, sorry, ich wusste nicht, dass man so Gastfreundschaft buchstabiert. Leute, ihr seid hier reingepittet, hab ich überfahren. Nochmal, was erwartet ihr? Entschuldigt, ja oder nein? Nein, ich habe keine Entschuldigung bekommen von keinem. Nein, okay. Dann kriegst du auch keine mehr. Also, schaut mal, lasst das jetzt nicht niveaulos machen, sonst f*** ich euch hier komplett, ja? Lasst hier auf eine Ebene quatschen, weil ich halte mich schon sehr lange zurück und meine Leute sagen mir die ganze Zeit, wie geht das, wie funktioniert das. Ich habe denen gesagt, ich möchte nicht in einen Ring steigen, wo der andere nur einen Monat Zeit hatte, sich aufzuwärmen und der andere 2 Jahre. Aber jetzt ist die zweite Sache eskaliert und ich möchte normalerweise, dass sie die Fresse hält. Aber das funktioniert ja nicht so gut. Deswegen, normalerweise der Mann, der die Dame am Medic beleidigt hat, sollte so manns genug sein, um hier jetzt vorzukommen und sich zu entschuldigen. Nochmal die Chance. Was steht denn hier vielleicht? Also ich meine andersrum so, ne, im Endeffekt Kevin, so du musst dich auch mal gerade machen, wenn Leute aus unserer Familie Scheiße bauen, so ansonsten. Auf jeden Fall. Ne, der Kopf der Familie kann sich auch gerne für seine Familie gerade machen, auch kein Problem. Mhm. Ach so, ja, wenn so, ihr die so gehört sich das ja. Ja, so gehört sich das doch auch, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich jemanden beleidige, würde ich mich dafür entschuldigen. Wenn dir das bringt, dass ich mich dann entschuldige, natürlich. Ja, und halt, ne, wie gesagt, so Manieren, bisschen Nachhilfekurs oder so, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Okay, also, sind wir jetzt nicht böse. Wir machen das ganz kurz, einfach. Aber... Ganz einfach. Ihr kriegt sogar noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich möchte. Von dir selber eine Entschuldigung, Kevin. Und dass du mir nachher 10 Leute zu mir an Anwesen schickst, dass die meinen Tisch und meine Stühle sauber machen. Ich möchte kein Geld von dir. Gestern Abend war eine dicke Party. Also heute noch ein Blasen, was hast du gemacht? Du willst das Blasen habe ich heute schon bekommen, deswegen bringt das gar nichts. Und ja. Oder wir können das auch, ich kann auch ein Team. Also das Ding ist, ich würde auf jeden Fall 10 von meinen Männern putzen lassen, aber nur wenn die Putze da hinten das uns zeigt, wie es geht. Ah, was? Also unsere meinst du? Genau. Okay, sehr gut. Dann können wir das so gerne machen, kein Problem. Sie zeigt's euch. Okay, Deal. Und dann haben wir einen Deal. Dann machen wir das so. Okay, perfekt. Dann machen wir das jetzt gleich, okay? Gut. Okay, let's go. Alles klar. Let's go, Jungs. Let's go. Casey, komm, wir arbeiten. Perfekt. Wir müssen arbeiten. Ja, ja. Hey, wir sind Moves. Verschieb. Jungs, mit Händen oben. Jungs, mit Händen oben. Okay, was macht der? Aber was macht der? Warum dreht er die ganze Zeit runter? Oder was sagt der denn, Bruder? Schreit einfach Noobs. Also keine Ahnung, wer das war. Verstehe ich nicht. Oh, es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir echt leid. Aber ich komme an meine Grenzen, Jungs. Bro, Kevin, die meint halt, das war respektlos. Dabei meinte Freddy nur, dass wir in einer Schießerei verwickelt sind und wir keine Zeit haben.